Als Webdesignerin mache ich seit 2017 nichts anderes außer Webseiten. Eine Sache ist dabei ganz besonders wichtig, nämlich, dass die verkaufen. Wie das geht, das habe ich hier in meinem Buch zusammengefasst. Du siehst es hier, es ist ein dünnes Buch. Das habe ich nämlich geschrieben für Leute, die eine Webseite haben wollen und nicht für Menschen, die Webdesigner werden möchten. Im ersten Teil geht es um dich, deine Firma, deine Produkte. Da gibt es ein bisschen Fließtext, aber vor allen Dingen gibt es immer wieder hier so ausfüllbare Teile, damit es ganz viel Praxisbezug hat. Verkaufsprozess, das ist wirklich der Weg deines Kunden vom Erstkontakt über die Einwandbehandlung. Soll ich kaufen, soll ich nicht kaufen, bis hin zum Bezahlvorgang und am Ende auch die Weiterempfehlung. Und erst jetzt im dritten Teil geht es um die Texte und um die Bildauswahl. Und das habe ich im Buch wirklich ganz, ganz praktisch gemacht, damit du siehst, auf was es ankommt. Ich zeige dir mal ein Beispiel. Hier habe ich zum Beispiel Bilder rausgesucht, hier zwei Stück da, die sind ganz ähnlich und ich erkläre genau anhand von dem Bildausschnitt, den man später sieht, wenn es eine mobile Webseite ist, welche Bilder verkaufen und welche nicht und auch ganz genau, warum das so ist. Und dann bleibt tatsächlich nur noch so viel übrig für den technischen Teil. Mehr ist es nämlich nicht. Meine Erfahrung als Webdesignerin zeigt, wenn die Webseite nicht verkauft, liegt es zu 99% nicht an der Technik. Das hat ganz andere Gründe. Und welche Gründe das sind und woran es liegt, wenn eine Website verkauft, das steht da drin.